Diese Trauerfeier kam völlig unerwartet. Schifferstadt verabschiedete sich von Wilfried Dietrich. Gestorben am 2. Juni 1992, fern der Heimat, in Durbanville, Südafrika. Das Glücklichsein hat ihm gefehlt. Heimweh ist schlimmer als Durst, sagt man. Er wurde dann beerdigt in einem großen. In einer großen Beerdigung. Aber er ist nicht mehr da. Mit jungen Jahren, mit 58 Jahren gestorben. Geboren wurde er in Schifferstadt, einem kleinen Städtchen in der Pfalz. Das Geburtenbuch der Stadt verzeichnet: Am 14. Oktober 1933 um 1 Uhr früh kam Erich Wilfried Dietrich zur Welt. Schlechte Zeiten, Kriegszeiten, war also nicht rosig gewesen, unsere Jugend. In 8 Schuljahren brachte es Wilfried auf 3 Tadel im Schulbuch. Auch die Noten zeigen einen ganz normalen Jungen. 1948 erhielt er sein Abschlusszeugnis. Seine allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit wurde mit 3 benotet. Aus der Schule entlassen. Was nun? Wir haben wohl zur Berufsberatung gehabt, das war in dem Haus der Vereine. Und dann sind wir gefragt, was jeder so lernen möchte. Dann hat er so ein bisschen die Antwort gegeben, er will mal LKW-Fahrer werden. Der Vater hatte ein Fuhrwerk, mit dem er die Bauersfrauen auf den Markt nach Neustadt brachte. Was lag näher als Hilfe im Familienbetrieb? Mit 12 Jahren ging es schon los, musste er schon helfen. Und durch diese Hebekraft, die er für die Körper brauchte, hat er sich damit als schon ausgebildet, hat er schon da irgendwie eine Urkraft bekommen, wenn wir so sagen wollen. Ne? Hilfsarbeiter, vielleicht Kraftfahrer, das waren die Perspektiven. Er war schon 18, als er durch Zufall zum Ringen kam. Ich hatte einen Schulkameraden bei mir in der Klasse, der war damals Deutscher, zweiter deutscher Juniorenmeister. Und dann gingen die Hänselei immer mit zwischen ihm und mir, ob er mich besiegen würde oder ich ihn. Und dann sagte ich, gut, ich komme mal in die Übungsstunde und habe mit ihm dann trainiert. Natürlich hat er mich dann besiegt. Und dann habe ich mir vorgenommen, so lange zu trainieren, bis ich ihn besiegen kann. Und dann ein Vierteljahr später habe ich es dann geschafft und dann trotzdem dabei geblieben. Das Leben des Wilfried Dietrich hatte ab jetzt einen Inhalt. Ringen. Nur vom Ringen allein konnte er sich nicht ernähren. Er war nach damaligem Recht noch nicht volljährig. Da wechselte er ins Saarland. Nach Spiesen. Er kam nur, weil der Verein ihm einen Job besorgt hatte. Ja gut, er hat ja keinen Beruf gehabt, so viel ich jetzt noch weiß. Aber er war in der Montage beschäftigt und hat dort auch schon einen Job gemacht. Aber hauptsächlich haben wir ihn gebraucht, so ich war damals Lehrjunge, als Kran- oder Staplerersatz. Es war kein schlechtes Leben, das der 20-Jährige im Saarland führte. Der Wilfried, wenn er in der Wirtschaft war, hat er nie ein Zwangsbrauch zu bezahlen. Naja, er war ein junger Bub, hat viel Gess und gern gut Gess und da ist ihm immer alles in die Schoß gefallen. Sogar seine Freundin Gerda aus Schifferstadt hatte nach 4 Wochen eine Arbeitsstelle in Spiesen. Wir haben uns immer gewundert, dass die mit ihm so gegangen ist, überall hin, die ist überall mit ihm hingegangen. Wenn der gesagt hat, wir fliegen auf den Mond, dann ist die mitgeflogen. Das war nicht zu glauben. Wir haben uns immer gewundert. Wir waren ja auch noch junge Männer. Wilfried Dietrich hatte nicht nur bei Frauen Erfolg. Er kämpfte für Saarland in Frankreich und siegte. War mit 20 ein Star. Der Wilfried war eben, er hat gemeint, er ist überall der Mittelpunkt. Und war er ja. Also, es waren nicht alle froh, dass er da war. Er blieb nur eine Saison in Spiesen.
Dann kam er zurück nach Schifferstadt. Man besorgte ihm eine Stelle in Ludwigshafen als Kranführer. Ein Anlernberuf. Er hat von einem Besenstiel sich ein Stückchen Holz abgeschnitten, ein Loch reingebohrt, eine Schnur angebracht, an diese Schnur wiederum ein Gewicht angehängt, mit ausgestreckten Armen, mit drei Fingern jeder Hand, so lange an dem Holz gedreht, bis dass das Gewicht vom Boden bis hoch zum Führerhaus kam. So hat er dann die Fingerkraft und die Unterarmkraft trainiert. Sein sportlicher Aufstieg kometenhaft. Erstmals startete er 1955 bei deutschen Meisterschaften. Er holte den Titel. Der Anfang einer einzigartigen Karriere. 1956 nahm er in Melbourne erstmals an Olympischen Spielen teil. Da war er gerade 23. Der junge Pfälzer Wilfried Dietrich hat nach Vorkampfsiegen über die starken Russen und Türken Aussichten auf eine Medaille. Nachdem sein Punktsieg über den Russen Parfenon nicht anerkannt wurde, macht er jetzt ganze Arbeit. Dieser Schuldersieg über den Bulgaren ist nicht mehr anzuzweifeln. Er verhilft ihm zur Silbermedaille. Er war der große Mann in Schifferstadt. Er war der Mann, der Schifferstadt bekannt gemacht hat. Er war der Mann, der jeden gekannt hat. Das kleinste Kind auf, also das kleine Kind hat ihn schon gekannt, das ist der Wilfried Dietrich, das ist unser Ringer. Liebe Schifferstadter, unserem Olympiasieger Wilfried Dietrich ein dreifaches Hoch! 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 Ich danke den Schifferstadtern wiederum für ihre herzliche Begrüßung und werde fernerhin weiter so trachten, dass ich weitere Siege nach Schifferstadt bringen kann. Wilfried Dietrich war Stadtgespräch. Er blieb es, denn seine Freundin wurde schwanger. Es musste gehandelt werden. Er hat sich bei uns verabschiedet mit den Worten: Ich habe die nächste Woche Urlaub, ich heirate. Da waren die Hochzeitsgäste eingeladen, der Pfarrer war da, nur der Wilfried war nicht da. Und als wir montags wieder zur Arbeit gingen, stand der Wilfried in seinem Führerhaus. Und als wir fragten, Wilfried, was ist los, sagte er, ich habe mir es anders überlegt. So war der Wilfried. Launig, spontan. Er hat diese Frau dann doch geheiratet, aber einige Wochen später erst. So sprunghaft er in seine Ehe stolperte, so sprunghaft war Wilfried Dietrich bei der Arbeit. Man hat sofort gespürt, wenn er sich verdrückt hat, indem er mal im Führerhaus so tat, als würde er sein Führerhaus reinigen und er saß auf dem Boden und hat geschlafen, weil er unausgeschlafen nach Hause kam. Man suchte einen neuen Job für ihn. Der Präsident des VfK Schifferstadt stellte ihn als Fahrer an. Denn dieser Präsident war Landrat des Kreises Speyer. Jetzt hatte er alles, was er wollte. Ruhm, Erfolg. In Schifferstadt war er der Punktegarant. Holte 1959 mit seinem VfK die erste deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Der Sport war für ihn alles. Für den ist er um die ganze Welt gefahren, wenn es darauf angekommen ist. Weil er konnte es auch, das muss ich sagen. Er war der geborene Ringer. Die Ringerwelt erkannte das 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom. Für das dritte Beispiel kleiner Orte mit großer Leistung sorgte im Ringen Wilfried Dietrich aus Schifferstadt. Mit der Goldmedaille im Freistil und der Silbermedaille im griechisch-römischen Stil war Dietrich erfolgreichster Ringer in Rom. Es ist so, wenn man oben steht auf dem Treppchen und hört die Nationalhymne und möchte sagen, dass es dann das Gefühl ist, dass man für diese Arbeit, wo man sich vorher gemacht hat und geleistet hat, belohnt wird dafür. Und ich glaube, dass für jeden anderen Sportler auch das ein Gefühl ist der Freude. In diesem Augenblick für sein Land eine Medaille oder den ersten Platz erreicht zu haben. In den Abendstunden empfing Schifferstadt seinen Olympiasieger. Wilfried Dietrich, der bereits in Melbourne vor 4 Jahren eine Silbermedaille mit nach Hause bringen konnte, kam diesmal mit einer goldenen und einer silbernen.
Er war der King. Er war stolz darauf, das ist ja klar. Ich meine, wenn ich sowas mache, wäre ich ja stolz. Aber er hat sich auch nicht irgendwie so groß was eingebildet. Das war die andere. Das war, für ihn war das eben, der Erfolg war sein, das wollte er haben. Ein Jahr nach dem Olympiasieg wurde er Weltmeister. Seine Heimatgemeinde dankte alles mit einem Bauplatz. Hier wohnten die Dietrichs. Hier betrieb Frau Gerda einen Friseursalon. Sie erzog auch Töchterchen Isabella ganz allein. Denn der Vater posierte zwar für das Fernsehen mit ihr, in Wirklichkeit war die Familienidylle der Ausnahmefall. Er war nicht oft da. Wenn man mal mit ihm was besprechen wollte, das musste man aufschieben. War er dann da, dann war das, das Thema nicht mehr aktuell. Oder er hatte dann doch nicht mehr viel Zeit, weil schon wieder was anderes anstand. Also das war immer ein bisschen kompliziert. Die Meisterschaft der starken Männer trugen Deutschlands Gewichtheber in Stuttgart aus. Der Olympiasieger im Ringen Wilfried Dietrich, der das Gewichtheben eigentlich nur als Ausgleichssport betrachtet, wurde im Schwergewicht mit 372,5 Kilo Zweiter. Theo Aldering, der Dreizentner-Riese, war natürlich nicht zu schlagen. 390 Kilo brachten ihm die deutsche Meisterschaft. Im Ringen aber gab es keinen, der ihn schlagen konnte. Und wenn er nicht gerade Gegner aufs Kreuz legte, dann war er als Promi gefragt. So bei einem Benefizspiel. Es wurde ausgetragen zugunsten Berliner Ferienkinder. Aus München angeflogen kam Marianne Koch für den Anstoß. Der Ball kam auch aus der Luft und wurde dann von einem zarten Fuß angestoßen. Die Nummer 13 lauert in der Verteidigung der gegnerischen Mannschaft. Wilfried Dietrich. Mit einem Ringergriff hält er auch den Schwergewichtsmeister der Berufsboxer. Sowas machte ihm Spaß. Vor allem machte ihm Spaß, was passierte, wenn der offizielle Teil vorbei war. Mit schönen Frauen. Da ging auch die Sprunghaftigkeit los. Wenn er so eine mal gesehen hatte, dann hat er sich da schon ein bisschen dazu bekannt. Er hat gesagt, oh, er hat gesagt, ich hatte gut gemalt, jetzt wieder. Er hat gesagt, das ist ja eine schöne Frau. Und so, und er wollte halt manchmal auch erobern. Das war die andere Seite von ihm. Er genoss es, wenn reiche Geschäftsleute ihn einluden, ins Rotlichtmilieu, sich mit ihm schmückten und dafür die Rechnung übernahmen. Das war der inoffizielle Teil der Welt des Wilfried Dietrich. Er war dabei anfällig, das muss ich immer wieder sagen. Wir waren einmal irgendwo in Freundschaftskampf machen da oben. Und da kam auch so ein Gemüsehändler. Ich sagte, oh, komm, wenn du fertig bist, dann gehen wir da in die Nachbarn nach Landau. War er dabei. Da waren wir da dabei. Hat ja nichts gekostet. Aber es war ein schöner Abend. So großzügig er eheliche Treue definierte, so kompromisslos war er, wenn es ums Ringen ging. Er erhielt Angebote als Profi-Catcher. Von 300.000 Mark war die Rede. Ich habe es damals nicht angenommen und werde es heute auch nicht annehmen, aus dem einen Grund, weil es mit meinem Sport damals nicht und auch heute nicht zu vereinbaren ist. Ich finde dieses Catchen als mehr Schau und diese Erfolge, wo ich mir erzielt habe als Amateur, hätte ich damit geschmälert und ich sagte mir, warum? Geld allein macht auch nicht glücklich. Mein Trainingsplan sieht in der Woche wie folgt aus.